Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 hier in der 20. Folge. Ja, wir haben letztes Mal hier aufgehört, wo wir die drei Sklaven befreien müssen. Ich würde sagen, wir gehen hier außen mal ein bisschen lang im Stealth-Modus, um nicht direkt erkannt zu werden. Hier hoch und machen wir den zuerst oder den rechts. Hier oben müsste, denke ich, auch wer sein. Gehen wir erstmal hoch und schalten den aus, bevor der uns entdeckt. Ja, da ist einer. Nein, falsches Menü. Fähigkeiten. Tut schon. Unten, genau. Die haben wir noch nicht. Klappt das hier? Natürlich nicht, hätte ich nicht mehr lernen brauchen. Aber so. Verstecke die Leichen. Ist doch versteckt hier oben. Sieht doch keiner. Ja, gehen wir mal wieder runter. Ich weiß nicht, ich glaube hier rechts ist leicht oder doch links. Gehen wir erstmal gucken. Nee. Da würde ich nicht runter. Da stehen auf jeden Fall zwei Stück im Weg und es ist schön hell. Da ist noch ein drittes. Ich glaube, wir gehen erst rechts lang und gehen dann übers Dach. Gehen da rechts, müssen wir gleich erstmal ausschalten. Klein können wir anlocken. Natürlich nicht. Dann will wir uns einmal finden, klappt nicht. Und jawohl, hat geklappt. Die können wir aber verstecken, weil die liegt hier ein bisschen offensichtlich. Aber vorher plündern wir ihn einmal, kriegen unseren Pfeil wieder und aufnehmen. Jetzt hätten wir vielleicht eine Pistole mit Schalle gebraucht statt einen Granatwerfer. Weil der ist so ein bisschen nicht unauffällig. Würde ich mal behaupten. Hier ist auch keiner. Mit der Waffe könnten wir es theoretisch ja auch machen. Vielleicht dann wir einmal hier. Da oben ist keiner. Da ist auch keiner. Ja, dann sollten wir doch jetzt das Gleiche, ne? Noch gar keinen entdeckt von meinen Leuten. Was ist denn da los? Naja. Hier gleich links müsste unsere Person sein. Wer da drinne? Alter. Und. Bam! Den haben wir. Da haben wir unsere erste Leiche. Leiche, sag ich schon, unseren ersten Sklaven gefunden. Bitte mal, los. Los, los, hau hier ab und den Kopf an. Den plündern wir noch. Und dann geht's nach draußen zu dem nächsten. So, jetzt geht's hier weiter. Ich hatte hier nochmal ein kleines Cut-Problem, weil mir aufgefallen ist, dass ich außersehentlich in Outer City meinen Ton vom Mikrofon zu leise gestellt habe. Außersehentlich irgendwie ist das verrutscht, ganz komisch. Ich hoffe, ich habe es wieder auf den alten Stand gemacht. Ich habe auch den Anfang eben die 3 Minuten kurz nachvertonen müssen. Sonst hätte das nicht geklappt, leider. Sonst hättet ihr einfach keinen Ton die Zeit gehabt, was auch ziemlich kacke gewesen wäre. Das wollte ich dann ja auch nicht, weil ihr sollt ja schon vollen Ton haben. Zum Glück ist mir noch relativ früh aufgefallen, Mann. Hat mich fast einer entdeckt. Wer hat mich denn entdeckt, Mann? Bildung! Wie ein neues Pirat! Los geht's! Oh Gott! Ein paar Stücke übrig! Feuer! Frei! Ist gut! Da bist du! Wie haben die mich denn weg? Ja, hä? Das habe ich jetzt nicht gerafft. Wer hat mich denn entdeckt? Komplett. Hallo? Das war ja mega affig, Mann. Aber wir haben sie.
anscheinend befreit, weil es sind jetzt 2 von 3 irgendwie frei. Also befreie Sklaven. Okay, ist nur noch einer. Hier keine Sorge, die Leiche verstecke ich. Zwei von drei für Sklaven. Oh Gott, bevor uns wieder einer sieht, was. Also, dass die uns eben gefunden haben, war total affig irgendwie, dass sie da rumgeschwirrt sind. Ich hab's nicht gerafft, ganz ehrlich. Vielleicht bin ich auch zu blöd dazu gewesen, aber naja. Für unsere Sache, Bruder. Und jetzt tu, weshalb du dort bist. Granato! Ich werde jedem meiner Kinder ein Stück von dir geben. Die bomben sich selber weg, Alter. Hilfe! 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 Wer das auch war, du bist ein Bruder. Auf, auf! Hey, hey! Ach, kommt. Es ist doch, ey. Sabal, ich hab Gefangene befreit. Gut, jeder, den du befreist, ist ein neuer Soldat für unsere Sache, Bruder. Und jetzt tu, weshalb du dort bist. Übertreibt man nicht, Alter. Sie wurde in die Leiche rausgeworfen. Tja, anscheinend ist hier das Büro. Ich will dir helfen.
Wunderbar. Nein. Nein, ich verstehe. Einige Dinge, ich verstehe, aber ich kann. Ich bin gerade buchstäblich auf dem Weg in ein Meeting. Ja gut. Nein. Okay, okay, lass sie schnell ran. Nein, nein, nein. Ist okay. Ja. Gleich bin ich bei dir. Hi, Ashley. Wirklich? Das ist ja super. Braves Mädchen, bist du schon bettfertig? Auch Zähne geputzt? Mindestens 10 Sekunden? So ist's recht. Ja, gib Mama einen dicken Kuss von mir. Na, du weißt doch, wie einsam sie ist. Du bist jetzt die Dame des Hauses. Natürlich, aber du weißt, dein Daddy muss arbeiten. Ein Geschenk? Klar, Liebes, was willst du? Ein Ring? Nein, ich glaube, ich habe nichts Passendes für dich gesehen. Tut mir leid, wünsch dir was anderes. Eine Kette? Oh, eine Goldkette. Tja, weißt du, ich glaube, da habe ich das Richtige. Ja. Natürlich glänzt sie, aber hör zu, Daddy muss arbeiten, okay? Ich lieg jetzt auf. Ja, ich dich auch. Ja, Küsschen, Küsschen und süße Träume, okay? Tschüss, Käferchen. Tschüss. Ich muss mich entschuldigen, meine Tochter. Du warst pünktlich hier und ich war nicht bereit. Ich wollte nicht respektlos sein. Du? Bam, Kopfnuss ausgenockt. Ja, lol. Und ich habe nur einen Granatwerfer. Ach ja. Dann wollen wir ihn mal nach draußen bringen. Aber wie süß er mit seiner Tochter telefoniert hat. Hauptsache die Schweine das Knochen essen und so. Ach ja, jetzt müssen wir im Stealth-Modus zurück. Ich hoffe, es ist hell genug für euch alles. Dass ihr so viel seht wie ich. Ansonsten tut's mir leid. Auch wenn es hier schon Nacht in Far Cry. Also es kommt eher selten vor, denke ich mal. Wie gut, dass die immer noch feiern. Oh, war sogar der Zaun kaputt. Lalalala. Wir gehen hier den äußersten Weg lang. Ich glaube, der ist manchmal am ruhigsten. Wenn ich mit dir fertig bin, immer weiter. Lauf, 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 lauf. Schneller, schneller, schneller. Ich glaube, wir sind sogar draußen, können draußen lang gehen. Dieses Mal habe ich was gehört. Jetzt hebt die Leiche auf, Mann! Ich geh hoch! Geht klar! Tempo! Tja. Easy, wir trotzdem an denen einfach vorbeikommen. Und gut, dass er einfach die Munition aufheben kann, während wir hier langlaufen. Ich werde dich finden, Gale! Warum kommst du nicht raus, Gale? Der Schmerz hat dich dabei! Für den Tod ziehen!
von Amerika, AJ? Ha, ihr versteckt euch wie feig, verdammt! Er ist weg! Fangt an zu suchen! Jetzt bin ich um! Ich gehe da hoch! Irgendwann krieg ich dich noch, Gale! Er kann sich nicht vor uns allen verstecken! Schiss, Gale! Bist eben doch ein echter Amerikaner! Verflucht! Er ist weg! Yep, ich bin weg. Und ihr habt einfach keine Chance, mich zu finden. Und die, die mich finden, sterben. Hier vorne ist einfach keiner mehr. Ihr seid auch schlecht. Nickelplä in den Kofferraum. Da, wo er hingehört, oder? Würde ich mal sagen. Halten zum Interagieren. Und es wird endlich Tag. Lalalala. Ihr kriegt mich nicht. Ihr seid zu langsam. AJ! Kumpel, warum machst du das? Nur lässt dich. Der hat einen Abflug gemacht. Also. Nur? Nur? Und das lacht der so. Weg da! Mann, wir sind seit Jahren tot! Oh Gott! All diese liebe Mama-Briefe, die habe ich doch selber geschrieben! Naja, Ashley, meine Tochter, half mir. Sie dachte, ich habe eine Brieffreundin! Drückt auf die Tränendrüse, meine Ashley! Drauf ihr Talent zur Schriftstelle hin! Tja, das hilft dir aber auch jetzt nicht mehr viel, dass das so ist. Er lebt noch! Wäre er tot, ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer. Zeig ihm sein neues Haus. Wer war das? Elende Wilde! Lass das! Moment mal, das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche! Ich brauche mein Handy, Mann! AJ, bitte! Bitte, ich brauche mein Handy! Lass mich los, ihr Pavian-Arsche! Ashley! Ashley, Baby, Daddy ist hier! Danke, AJ. Du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Ja, ihr macht ungefähr genau dasselbe, das, was er auch jetzt getan hätte, außer dass er die Leute beklaut hat und alles noch. Aber naja, mir soll's egal sein. Ah, es gibt jetzt eine neue goldene Fahrtmission, aber ich würde sagen, ja. Aber wir würden hier Norsfestung sehr schwer. Ich würde sagen, wir könnten hier mal so ein paar Nebenmissionen erledigen. Hier. Attentat, hier. Was ist das hier nochmal? Geiselrettung. Bombenentschärfung. Was brauchen wir denn hier noch, um freizuschalten? Ja. Eine Bombenentschärfung müssen wir zum Beispiel noch machen. Ein Auge um Auge. Lol, die hatte ich doch eigentlich verbessert. Wahrscheinlich, weil mir gefällt haben, hat es das nicht gespeichert. Ninja and Takedown. Zack. Geiselrettung müssen wir noch einmal machen. Würde ich sagen, machen wir einmal Auge um Auge, Bombenentschärfung, Geiselrettung. Auge um Auge ist hier. Bombenentschärfung ist da. Dann machen wir hier erstmal einmal Auge um Auge. Dann schalten wir mal die ganzen Sachen so ein bisschen jetzt frei in den nächsten Missionen. Und dann geht's wieder an die Hauptmission, würde ich sagen. Dass wir da etwas vorankommen und unseren Stuff hinkriegen. Ich sag dem!
kriegen wir noch ein bisschen Geld. Ja, super, MP5 freigeschaltet, F1, Flammenwerfer, oh, aha, ja, aha. Munition nachfüllen, jawoll, oh, was für 11.000 verkauft. Die Royal Army, mein Vater war Funkturmwärter, er hat die Übertragung verändert und vielfältige Nachrichten gespielt und... Ja, ja, ist mir egal, was er getan hat. Big Bomb, zack. Ich werde einfach den Auftrag erledigen. Noch zwei bis zum nächsten Propagandading. Das könnte man dann auch nochmal machen. Sollte ja schnell gehen und sowas in die Luft jagen, macht ja eigentlich immer Spaß, würde ich behaupten. Ich habe doch Musik eigentlich aus. Warum läuft dann hier noch Musik? Oder ist da die Musik wirklich während die Reden da gemeint? Ja, ich weiß, Spritzen. Hier ist Treues Kyrat mit Ravi Rayrunner. Es ist kein Geheimnis, dass Kyrat finanziell nicht gut dasteht. Aber wenn es nach Amerika. Da war wieder ein Propagandading. Ja. Ja. Mal kurz in die Optionen gucken. Ich hab doch hier Musik aus. Ja. Hab da nochmal die Einstellung gesehen, also wir spielen wirklich auf normal. Mein guter Granatwerfer, ey. Töte den Kommandanten mit einer MP. Ups. Aha, aha. Oh. Schlag ihn in die Luft! Gut Ding, Kamine! Bin unterwegs! Ich hab Geld gesehen! Er ist hier! Zack, Foto gemacht, hoppsala. Nee. Ah, ich hasse es mit Y, Mann. Ich hab da ein Foto von der C-Person gemacht, Mann. Bist du noch ein Foto? Nee, ne? Ey, ich gehe jedes Mal aufs Escape. Ah, ein Foto von der C. Oh. GG, würde ich mal behaupten. Ach, die plündern wir gerade mal. Wir brauchen ja Stuff. Ich glaube auch nicht, dass mein Granatwerfer davon leider nur liegt. Aber egal. Oh, hier die Sachen, die kann man gut gebrauchen. Wir müssen ja unbedingt wieder mehr Geld sammeln. Aber ich glaube, dafür sind die Missionen auch immer ganz gut. Zack, wo ist die andere Kiste? Die müsste doch hier und da drinne sein. Jawohl. Los gibt's her. Da kann man mal seine Munition nachfüllen. Schnappen wir uns einmal sein Auto hier. Und dann machen wir einmal hier die Bombenentschärfung. Stein wird, denke ich, nicht mehr unser. Da, oder? Bitte. Bitte. Ja, sie liegt noch hier. Wie nice. Jawohl, dann kann es mit meiner Waffe weitergehen. Ja, Munition. Da unten wäre ein Karma-Ereignis gewesen, aber das ist uns jetzt erstmal egal. Wir machen uns auf den Weg Richtung der Bombenentschärfung. Hier ist euer demütiger Führer Pagani. Ich bringe euch traurige Nachrichten. Mein Herz ist schwer, denn Paul de Pleur Armin weilt nicht mehr unter uns. Er war ein Gewinn für uns alle und ein wahrer Profi, der viel zur Verbesserung meines Königreiches beigetragen hat. Mit ihm hat Führer einen wertvollen Freund. Denke ich nicht. Mit ihm hat man gar nichts verloren. Außer du hast deine Leute verloren, aber das ist mir ja relativ egal.
Molotov mal ich mit Flamm. Zack. Tja, das vernichtet. Philipp. So, mit wem soll ich reden von euch? Er hat was für mich, ja? Hey, ich los. Danke dir tausendfach. Danke, 18.000. Wir haben jetzt schon wieder 250.000. Kammer Level 4, nice. Neue Schützenhilfen nach Grace verfügbar. Brauchen wir zwar nicht, aber egal. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu der Bombenentschärfungsmission. Das hier von Ort. Hier ist noch so ein Propaganda-Ding. Au! Und so eine Maske ist hier irgendwo. Sorgen wir dafür, dass wir diesen Außenposten behalten. Da haben wir gleich noch Propaganda-Ding und das zerstört ist da auch ganz nett nochmal auf dem Weg, Alter. Wie viel wir auf dem Weg immer so abgelenkt werden können, ey, ist schon krass. So. Endlich bist du hier. Komm schnell her. Ja. AJ. Die Mission werden wir aber erst in AJ, der nächsten Folge starten. Ja, ich weiß. Wir werden erst in der nächsten Folge hiermit starten und danach mit der nächsten weiter. Ja, ich habe sofort Zeit für dich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein.